Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Lightroom-Tutorial von mir. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Denn heute geht es um meinen Lightroom-Workflow und zwar von Bildern, die ich gar nicht selber gemacht habe. In dem Fall hat es der Danny Egg gemacht. Das ist ein guter Freund von mir, der in Dubai wohnt. Und er hat mir mal diese RAW-Datei zugeschickt, damit ich sie für euch hier bearbeiten kann. Richtig geiles Foto. Dubai bei Nebel. Kommt nicht oft vor, aber wenn es so ist, dann ist es sehr spektakulär. Und ich zeige dir jetzt, wie ich das Bild bearbeite. Viel Spaß damit. Wie ich schon erwähnt habe, ist dieses Bild nicht von mir, sondern von dem Danny Aid. Ich werde euch unten auf jeden Fall auch nochmal den Link zu seiner Facebook-Seite und zu seiner Webseite posten, damit ihr mal weitere Bilder von ihm sehen könnt. Wenn ihr ihn noch nicht kennt, unbedingt mal auschecken. Richtig geiler Fotograf. Ich werde jetzt nochmal die Einstellung hier mal einblenden, denn ich kenne die selber auch noch nicht. Also er hat das Ganze bei 14 mm fotografiert, ISO 100, um die bestmögliche Bildqualität zu haben. Und dann bei einer Blende 6.3 und 20 Sekunden Belichtungszeit. Gut, fangen wir einfach mal an mit der Bearbeitung. Ich werde jetzt hier einfach mal, da ich dieses Bild selber noch gar nicht angefasst habe und noch gar nicht groß angeguckt habe, werde ich jetzt einfach mal direkt hier meine Gedankengänge so ein bisschen mitschildern. Und das Erste, was mir so auffällt, ist, dass das Bild vom Weißabgleich, würde ich es persönlich etwas mehr ins Kältere ziehen. Also so ein ganz bisschen mehr Richtung Blau. Und deswegen werde ich das Ganze jetzt hier mal, also ich denke mal, auf 3500 Kelvin runterziehen. Das gefällt mir schon deutlich besser. Dann finde ich den Himmel etwas zu dunkel. Natürlich ist es Nacht, aber ich denke mal, dass man hier trotzdem noch ein bisschen was rausholen kann. Deswegen werde ich jetzt hier mal den Verlaufsfilter aktivieren. Hier so ein bisschen nach oben setzen das Ganze. Und dann einfach mal hier mit gedrückter Shift-Taste auch. Dann wird das Ganze nämlich komplett gerade gemacht, dieser Verlauf. Ziehe ich den hier einfach mal so ein bisschen nach unten und dann werde ich das vielleicht ein ganz bisschen aufhellen hier, aber was ich viel wichtiger finde, hier noch ein bisschen mehr das Blau reinzubringen. Ja, ich gucke mal, wie weit ich das hier treiben kann. Ich denke mal, das ist ein bisschen viel, aber so auf minus 40 kann man hier schon gehen. Ja, gefällt mir so sehr, sehr gut. Und jetzt kümmere ich mich um die eigentliche Belichtung. Ich werde also die Tiefen ein bisschen aufhellen. Die Lichter ein ganz bisschen abdunkeln, da werde ich allerdings nicht viel machen, weil mir das schon so ganz gut gefällt. Die Tiefen werde ich vielleicht noch ein bisschen aufhellen. Und dann mit gedrückter Alt-Taste werde ich hier meinen Standard-Workflow machen. Das heißt, hier wieder meinen Weißpunkt setzen und natürlich auch unten meinen Schwarzpunkt. Hier gehe ich immer ein bisschen weiter. Das gefällt mir so schon ganz gut. Jetzt habe ich auf jeden Fall wieder den nötigen Kontrast im Bild drin. Und dementsprechend muss ich hier auch den Kontrastregler eigentlich gar nicht mehr anfassen. Perfekt. Von der Klarheit her werde ich mal gucken. Ich denke mal, dass wir hier keine Klarheit brauchen. Zumindest nicht viel. Ich werde mal hier so plus 7 ungefähr reingeben. Ein bisschen Dynamik werde ich noch reingeben und dafür die Sättigung etwas runterdrehen. Das ist auch so was ich sehr, sehr gerne mache. Einfach um das Bild nicht zu sehr zu sättigen, aber trotzdem die weniger gesättigten Farben noch ein bisschen anzugleichen. Gefällt mir so schon sehr gut. Was mir jetzt hier noch auffällt, ist, dass es hier so einen kleinen Sensorfleck gibt. Den werde ich gleich mal rausmachen. Indem ich hier einfach auf diesen Korrekturpinselwerkzeug drücke und dann hier einfach mal mit einem Klick das Ganze direkt rausrechnen lasse. Lightroom macht da einen sehr, sehr guten Job und dementsprechend kann ich hier direkt wieder auf Fertig klicken. Hier unten fällt mir jetzt gerade noch auf, ist auch noch eine kleine Ecke, wahrscheinlich von dem Gebäude, von wo es aufgenommen wurde. Auch das würde ich ganz gerne noch rausretuschieren. Und das mache ich auch einfach mit dem Korrekturpinsel hier. Wenn man das Ganze gedrückt hält, dann kann man hier auch richtig mit rummalen. Und dann kann man dementsprechend auch größere Flächen hier rauskopieren. Perfekt, gefällt mir sehr gut. Ich drücke auf Fertig und das Ganze sieht dementsprechend gleich sehr viel besser aus. So, jetzt kann man mal hier weiter nach unten gehen. Ich werde jetzt hier in den Farben vielleicht noch ein bisschen was machen. Das heißt, ich werde hier das Blau ein bisschen mehr Richtung Türkis ziehen. Das gefällt mir mal ganz gut, dieser Effekt. In dem Fall wirkt das auch ganz cool. Das Lila werde ich vielleicht noch ein bisschen mehr Richtung Magenta ziehen. Gefällt mir auch ganz gut. Und die Gelbtöne ein bisschen mehr noch Richtung Orange. Super. Dann werde ich jetzt das Bild natürlich auf jeden Fall noch schärfen mit meinem Standardwert von 80. Das mache ich ja immer so. Dann werde ich das Ganze ausmaskieren. Was auszumaskieren ist, das Ganze werde ich jetzt hier wieder mit gedrückter Alt-Taste machen. Und dementsprechend sieht man jetzt, dass nur noch die Kanten geschärft werden, denn alles, was weiß ist, wird geschärft. Super, dann werde ich als nächstes die Profilkorrekturen aktivieren und dann die chromatischen Aberrationen entfernen. Profilkorrekturen wurde ich jetzt öfter schon darauf angesprochen, warum ich das erst jetzt in diesem Bearbeitungsschritt mache.
und nicht direkt als erstes, denn immerhin verändert das Bild ja sich nochmal ein bisschen in der Helligkeit. Da gibt es mehrere Gründe, warum ich das erst jetzt mache. Das hängt zum einen damit zusammen, wenn ich die Profilkorrekturen am Anfang aktiviere, dann muss jeder Bearbeitungsschritt, der danach erfolgt, auch nochmal für die Profilkorrektur neu berechnet werden. Dementsprechend wird dieser ganze Prozess ein bisschen langsamer. Je nachdem, was man für einen Rechner hat, ist das überhaupt spürbar oder vielleicht auch gar nicht spürbar. Aber bei mir ist es doch ein bisschen spürbar und deswegen nehme ich das Ganze erst später rein. Der zweite Punkt ist, dass hauptsächlich die Ecken nur heller werden. Die Bildmitte an sich bleibt davon völlig unbetroffen. Das kann man jetzt hier auch nochmal sehr schön sehen, wenn man das Ganze mal nochmal deaktiviert und wieder aktiviert. Wenn man jetzt in die Bildmitte guckt, da ändert sich von der Helligkeit her gar nichts. Das geht eigentlich hier wirklich nur um die Ecken. Natürlich verändert sich das Histogramm dadurch ein bisschen, aber man kann dann wirklich jetzt auch nochmal, wenn einem jetzt auffällt, dass das Bild dann doch ein bisschen zu hell ist, kann man jetzt hier immer noch mit der Helligkeit wieder ein bisschen runtergehen. Aber nur damit du mal meine Denkweise und meinen Arbeitsprozess verstehst, deswegen mache ich die Profilkorrektur immer erst dann, wenn ich auch quasi hier unten angekommen bin. Dann werde ich den Dunstentfernregler noch so ein bisschen betätigen. Eigentlich sollte man das hier gar nicht tun, denn der Nebel soll ja schon drin bleiben. Aber so ein bisschen Kontrast will ich damit schon noch aufbauen und ich denke mal, so gefällt mir das schon ganz gut. Dann vielleicht eine kleine Vignette noch einbauen, um das ganze Bild so ein bisschen abzuschließen. Und so gefällt mir das schon sehr, sehr gut. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwas machen muss. Vielleicht werde ich jetzt hier das ganze Bild noch mal ein bisschen zuschneiden. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es hundertprozentig gerade ist. Das kann man auch schwer überprüfen, weil der Horizont hier nicht wirklich zu sehen ist in dem Bild. Aber ich glaube, dass es so ein ganz bisschen kippt. Dementsprechend begrade ich das hier noch ein bisschen. Und ich denke mal, dass ich dann hier vom Bildschnitt noch ein bisschen weiter reingehe, um hier mehr von der Stadt zu sehen. Denn der Bereich ist doch relativ benebelt. Der Bereich ist dann doch relativ voll mit Nebel und dementsprechend kann ich das Ganze hier noch so ein bisschen reinziehen. Ich werde jetzt hier vielleicht auch den ganzen Bildausschnitt so ein bisschen ändern. Das heißt also, ich gehe hier vielleicht auf 14x11. Das ist auch ein ganz cooles Maß eigentlich und dementsprechend drücke ich jetzt hier mal auf Fertig. Und das Bild gefällt mir so sehr, sehr gut. Jetzt kann man sich überlegen, ob man noch die Weißwerte ein bisschen höher dreht. Eigentlich haben wir hier schon den perfekten Weißpunkt gefunden. Allerdings kann man das Ganze natürlich auch künstlerisch noch ein bisschen anders sehen und das Ganze ein bisschen hochdrehen, um hier den Kontrast noch ein bisschen zu steigern. Man sollte es natürlich nicht übertreiben, aber ich denke, so ein bisschen überstrahlen kann die Stadt schon, denn wer schon mal in Dubai war, der weiß, dass diese Stadt auch in der Nacht wirklich sehr, sehr doll überstrahlt und dementsprechend kann man hier so ein bisschen seine künstlerische Ader noch spielen lassen und das Ganze nicht technisch perfekt machen, aber so, wie es einem selber gut gefällt. Jetzt werde ich hier noch reingehen und so ein paar kleine Lichtspots setzen. Dafür nehme ich hier den Radialfilter und stelle hier die Belichtung auf eine ungefähre Blende ein. Die ganze Maske soll umgekehrt werden und mit einer weichen Kante von 100%. Dann kann ich jetzt hier reingehen und mir noch kleine Lichtspots malen und die entsprechend auf die Gebäude setzen. Ich werde dann hier mit rechter Maustaste das Ganze mal duplizieren und dann kann ich das Ganze hier auch verschieben auf andere Gebäude noch, die auch noch ein bisschen betont werden sollen, wie zum Beispiel dieses Gebäude hier oder auch die Gebäude hier drüben noch. Dadurch kann ich einfach so ein bisschen mehr Spannung noch in das Bild bringen. Ich finde das immer ganz cool, noch ein bisschen extra Licht zu setzen, wo vorher keins war, um das ganze Bild so ein bisschen aufzubrechen. Das ist auch wieder Geschmackssache, ich mag es aber ganz gerne. Ich drehe jetzt hier die Belichtung noch ein Stück höher, damit man noch ein bisschen mehr davon sieht. Man sollte es aber nicht zu doll übertreiben. Ich denke aber, so sieht es doch ganz cool aus. Ja, das war jetzt meine Bearbeitung erstmal auf den ersten Blick. Ich denke mal, ich zeige dir jetzt nochmal die Vorher-Nachher-Ansicht. So sah das Bild aus, als ich es von dem Danny bekommen habe. Das ist die RAW-Datei, so kam es direkt aus der Kamera und so sieht es nach meiner Lightroom-Bearbeitung aus. Ich denke mal, dass wir hier noch ein paar Sachen optimiert haben, nicht zu viel gemacht haben, denn das Bild sah halt schon vorher sehr, sehr cool aus und entsprechend musste man hier nur noch kleinere Anpassungen machen. Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, kannst du gerne einen Daumen nach oben geben und wenn du Fragen dazu hast, poste sie gerne unten in die Kommentare, genauso wie weitere Videovorschläge. Ich freue mich da immer sehr über eure Kommentare und ansonsten wünsche ich dir viel Spaß beim Fotografieren und beim Bearbeiten. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao.